Hallo Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn dieses wird mein allererster Vlog, mein allererster Kaffee-Vlog. Ich wollte es gerne mal ausprobieren und hier geht es nicht um Fashion oder Möbel, sondern hier geht es um das Thema Kaffee und so soll das auch bleiben. Wer mich nicht kennt, ich bin Miri, mein Mann Finn und ich, wir haben zusammen einen Kaffee-Blog, der heißt Barista Passione und dazu den entsprechenden YouTube-Kanal. Wir testen gerne Geräte und berichten darüber und wir zeigen auch, wie man Kaffeespezialitäten zubereitet. Unser Motto ist, zu Hause leckeren Kaffee zuzubereiten. Und wir geben dazu Tipps und Tricks, wie es am besten gelingt. Ich stehe ja auch gerade in unserer Kaffee-Ecke. Und das hier ist unsere Maschine und zwar haben wir selber die Rocket Mozza Fiato und diese Mühle, die ist von Niche und damit sind wir super happy momentan. Und wozu jetzt dieser Vlog? Ja, ich bin auf ein Event eingeladen und bin schon sehr gespannt und ich dachte mir, ich nehme euch einfach dazu mal mit und ich möchte dieses Erlebnis gerne mit euch teilen. Bevor es losgeht, dachte ich mir aber erstmal einen guten Kaffee machen. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt einen Cappuccino zubereiten und zwar habe ich mir überlegt, ich nehme den Kaffee dafür, den Espresso. Das ist der Espresso Furioso von der hannoverschen Kaffeemanufaktur. There is a life I lead in this city. Early when I cut my teeth, I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Back where I belong. I want it all. I have feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Jetzt zu Ende. Jetzt muss ich mich fürs Event mal fertig machen. Das soll hier ja kein Fashion-Vlog werden und trotzdem will ich auf dem Event auch ordentlich aussehen und ich zeige euch mal, was ich mir bisher dafür ausgesucht habe. Ich möchte mir gerne etwas Herbstliches anziehen und ich finde, ein Blazer passt dafür immer richtig gut. Und ich habe hier so einen karierten Blazer und so einen schlichten grünen, olivgrün ist das. Dann ein so ein bisschen im japanischen Stil mit Blümchen drauf, dann einen schlichten beigen und dann noch so einen schwarz-weißen. Das gibt's nicht. Ich möchte mir gerade fertig machen und dann sehe ich, dass mein Schuh kaputt gegangen ist. Ey, guckt euch das mal an. Ach, kennt ihr das? Immer wenn man los will, passiert irgendwas Ungeplantes oder Unerwartetes. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich werde das jetzt erstmal kleben und hoffe, dass es dann hält. Ready? Let's go! Ich hoffe, der Schuh hält. So,
ich bin jetzt endlich im schönen Hamburg angekommen. Zeit für Sightseeing habe ich nicht, weil ich gehe jetzt zu meinem allerersten Kaffee-Event und ich bin schon richtig aufgeregt, denn ich gehe da tatsächlich ganz alleine hin und bewege mich außerhalb meiner Komfortzone, denn ich kenne da niemanden und ja, vielleicht geht es euch ja auch so, dann fühlt man sich zu Beginn immer etwas unwohl, obwohl ich bin recht kommunikativ, aber dann wiederum trotzdem ja, ein bisschen zurückhaltend im ersten Moment. Genau, ihr wisst ja noch gar nicht, was los ist. Und zwar, ich bin von der Firma Sage eingeladen worden, denn gleich wird die neue Maschine vorgestellt und ich darf dabei sein. Bin total dankbar dafür, denn ich freue mich richtig und ja, ich nehme euch jetzt mal mit. Das Event ist jetzt zu Ende und ich sitze wieder im Auto. Das war ein total schöner Abend. Ja, es wurde die Sage Oracle Jet vorgestellt und das war in einem ganz tollen Loft, richtig schön. Und es gab mehrere Stationen und zwar hat die Maschine Neuheiten wie zum Beispiel Espresso Martini oder Cold Brew. Und an den verschiedenen Stationen konnte man das dann auch selber ausprobieren und das hat auch echt richtig viel Spaß gemacht. Und es gab dann noch eine gesangliche Darbietung von einem ganz tollen Barista, der richtig toll singen kann. Und ja, das hat die Stimmung noch mal ein bisschen aufgeheitert. Ich werde dann auch demnächst ein Video über die Sage Oracle Jet machen. Ich berichte dann von meinen Erfahrungen. Die steht ja auch schon zu Hause und ich werde sie jetzt erstmal testen. Ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid. Ich beende jetzt diesen Vlog. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch sowas gefällt. Das ist ja jetzt mein allererster Vlog und vielleicht mache ich ja dann auch mal wieder einen. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also bis dann!